rechts abbiegen auf die E6. Habt ihr gehört? Heute fahren wir nach rechts auf die E6. Wir fahren Richtung Lillehammer, wir fahren Richtung Oslo. Es geht nach Süden. Was heute passiert, wahrscheinlich nicht viel. Es wird nicht viel Interessantes unterwegs gehen. Der E6 folgen. Falls dem aber so sein sollte, ihr werdet es als Erste erfahren. So, da vorne an der Brücke, wo alle vor sich hin bremsen, werden wir fotografiert. Es ist eine Mautstrecke. Mit 16 Kronen sind wir dabei. Aber nur eine Teilstrecke, das kommt noch öfters jetzt. Ich habe euch neulich erzählt, dass Norwegen für Brücken, Tunnel, neue Straßen, je nachdem, Maut erhebt. Und das ist so ein neuer Teil, eine neue Teilstrecke E6. Und die ist so lange mautpflichtig, bis das Geld eingespielt ist. Danach ist die Strecke kostenfrei. Finde ich, ist eine ganz gute Regel. Wir nähern uns der Grenze zu Schweden. Die Grenzstationen sind auf beiden Seiten nicht besetzt. Und wir merken den Grenzübertritt nur durch die andere Farbe am Mittelstreifen und die geänderte Farbe der Verkehrsschilder. Ab der Grenze bis hierher nach Åmål am Vänernsee, dem größten See Schwedens, haben wir keinen freien Campingplatz gefunden. Die wenigen entlang unserer Route waren alle schon ausgebucht. Genug gefahren für heute. Mein Navi zeigt auch keinen Campingplatz für Åmål an. So nehmen wir mit einem Stellplatz vorlieb. Für eine Nacht soll's gut sein. Morgen suchen wir weiter. Gestern haben wir noch erfahren, dass es in Åmål doch einen Campingplatz gibt. Kurz bevor die Rezeption öffnet, sind wir da und erhaschen eine freie Parzelle. So, jetzt sind wir umgezogen. Von da drüben, von diesem Usselsstellplatz auf den Campingplatz. Mein Navi hat diesen Campingplatz nicht gekannt, sonst wären wir wahrscheinlich gestern Abend sofort hierher gefahren. Hätten aber Pech gehabt, weil Nachbarn auf dem Stellplatz haben uns erzählt, dass hier alles ausgebucht war. Wir stehen jetzt hier in Åmål, wie gesagt, am Campingplatz direkt am Vänersee.
der größte See Schwedens und einer der größten Seen Europas überhaupt. Je nachdem, wo man hier steht, kann man das andere gegenüberliegende Ufer nicht sehen. So groß ist er. Ich zeige euch jetzt erst einmal ein paar Bilder hier vom Campingplatz. Das sieht nämlich alles sehr, sehr nett aus. Und danach nehmen wir euch mit und gehen mal in die Stadt. Amål ist eine Stadt im schwedischen Dalsland. Der Ort liegt in der Provinz Västra Götalands län. Amål liegt am Westufer des Sees Vänern, etwa 70 Kilometer südwestlich von Karlstadt an der Europastraße 45. Amål hat sich in diesem Sommer schön herausgeputzt. Überall bunte Blumen in gepflegtem Arrangements. Etliche nette Gebäude fallen ins Auge. Wir gelangen zum Hafen. Überall schöne Sportboote und nettes maritimes Leben. Klar, wodurch der Vänern einem Binnenmeer gleicht. Auch eine Konzerthalle findet sich. Leider ist kein ansprechendes Programm für uns dabei. Als wir vorgestern an der Grenze waren, habe ich Arvika als Zielort eingegeben. In der Software sind für Arvika die falschen Koordinaten eingetragen. Das haben wir erst nach einiger Zeit bemerkt. Als ich dann nach Amål navigiere, hat das Gerät natürlich einen neuen Kurs errechnet. Und so finden wir einen wunderschönen Streckenabschnitt. Und den wollen wir heute suchen. Das ist so eine tolle Strecke. Die muss man einfach mit dem Moped fahren. Wir kommen an einem der Campingplätze, die vorgestern ausgebucht waren. Heute hätten wir mehr Glück. Es wird Zeit für eine Pause. Kaffee und Eis gibt's heute.
Wir suchen nach der wunderschönen Strecke und finden sie auch. Irgendwann legen wir dann Kurs Arvika an. Hier fällt uns ein Park ins Auge. Den wollen wir uns noch genauer betrachten. Dann geht's zur Homebase. Ja, Leute, die Entscheidung, hierher nach Schweden zu fahren, war goldrichtig. Ihr seht, die Sonne scheint, es ist warm. Endlich, wir haben Sommer. In Norwegen regnet es noch in Teilen. Ich habe eben geguckt, auf der Insel Senja sollen es in den nächsten Tagen nur 10 Grad Höchsttemperatur geben. Wir sind soweit, wir wollen gleich ein Ründchen drehen. Wir ziehen uns jetzt um, die Motorradluft an und dann kommt er wieder mit. Wir befinden uns in der Provinz Dalsland. Hier gibt es ein besonderes Bauwerk und das wollen wir euch gerne ein bisschen näher bringen. Unser erster Stopp soll in Bengtsfors sein. Bengtsfors liegt an 2 Seen, die durch eine Schleusenanlage verbunden sind.
Weiter geht's. Bald sehen wir einen Abzweig nach Haverhut. Und hier finden wir ein besonderes Bauwerk. Drei Brücken führen über eine enge Schlucht. Es sieht fast so aus, als wolle das Boot gleich schleusen. Das wäre ein Glücksfall. Dies ist mein vierter Besuch. Noch nie habe ich hier einen Schleusvorgang beobachten können. Der Dalslandkanal ist ein rund 250 Kilometer langer Wasserweg von der norwegischen Grenze im Norden bis Köpmannebro im Süden. Das Durchfahren der Schleusen ist immer spannend. Man kann den Schleusenwärtern bei der Arbeit zusehen. Meist sind es Jugendliche, die hier einen Sommerjob gefunden haben. Insgesamt gibt es 17 Schleusenstationen mit zusammen 31 Schleusenkammern. Von der langen Strecke direkt am Mangen durch Dalsland sind jedoch nur etwas mehr als 10 Kilometer günstig angelegt. Der restliche Weg führt durch mehrere Seen. Der Kanal wurde in den Jahren 1864 bis 1868 gebaut, vor allem um Eisenerz und Holz nach Süden transportieren zu können. Die Eisenbahn lief im Schnellrennrang ab. Wir schauen uns am unteren Schleusentor um. Schon lange dient der Kanal nur dem Freizeitvergnügen. Im Sommer sind auf dem Dalslandkanal viele Ausflugsboote unterwegs. Familien mit dicken Motorbooten, aber auch einzelne Kajakfahrer. Und dann haben wir schon wieder Glück. Ein Ausflugsboot durchfährt die Schleuse. Zuvor hat es diesen Stahldruck passiert. Mit den Mitteln der Erbauerzeit war die Schlucht nicht anders zu bewältigen, als sie mittels Trog schiffbar zu machen. Man sagt, noch nie sei auch nur eine der 33.000 Nieten ersetzt worden. Dann fällt mir auf, dass die Eisenbahnbrücke geschlossen wurde. Als wir nach langem Warten die Helme schon aufsetzen, kommt tatsächlich noch ein Zug. Glück gehabt. Wir cruisen weiter zum Vänernsee. Wir sind jetzt in Köpmannebro gelandet. In Köpmannebro, der eine sieht es so, der andere sieht es so. Fängt der Dalslandkanal an oder hört er auf? Wie gesagt, Ansichtssache.
Hier in Koopmanne-Proo ist auch die letzte Schleuse. Wenn man in die Richtung runter guckt, ist man am Vänern. Und wer den See quert in Richtung Osten, kann durchreisen bis nach Stockholm. Wer über den See weiterfährt, ein bisschen Richtung Süden, kommt nach Göteborg. Hier ist ein ganz, ganz heftiger Ausflugsbootsverkehr. Hier stehen einige Boote an der Schleuse, die runter in den Vänern wollen. Habt ihr gehört? Es bimmelt. So ein Glück, wie wir heute haben, das gibt es nicht nochmal. Jetzt genau geht die Schranke runter, die Brücke klappt hinter mir auf und nachher geht der Schleusenverkehr los. Und das warten wir jetzt noch ab, das gucken wir uns zusammen mit euch an. Bald wird es Zeit, zu unserem Zuhause auf einer Achse zurückzurollen. Es war ein erbaulicher Tag, mit dem ich so nicht gerechnet hatte. Zum Abschluss die heiligen Worte. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues im Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.